Rotwein aus? Was habt ihr genommen? Was habt ihr gelernt? Wir haben wieder gelernt, dass es Fettsonne braucht. Ne? Dass es Fettsonne braucht. Nachher geht es auf Fingerzeit. Nein, ich habe da tatsächlich einfach, klar, natürlich haben die auch ein bisschen eingenäuert, aber. Ja, das war ja schon mit dem Kicken aber und so. Sie war gestern auch so, wie ich sie überhaupt nicht kenne, weil sie völlig überfordert war mit der gesamten Situation, mit dem schlechten Wetter, mit dem Stress dabei. Und da war bei ihr einfach irgendwie so Ende Gelände, aber heute mehr so kenne ich sie. Schon wie sie jetzt heute war, ja, mal so ein bisschen, ne? Aber nicht so dieses völlig. Naja. Und das, sie braucht einfach einen Tag zum Ankommen. Und das merke ich auch im Urlaub immer. Ein so Tag, der erste Tag ist eigentlich ganz schlimm. Und der zweite Tag ist dann, oder ab dem zweiten Tag ist richtig gut. Und dann stelle ich immer wieder fest, wie toll das Pferd ist. Ja, und was hat dir das ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, nachdem wir das heute geklärt hatten? Ja, das hat mir Sicherheit gegeben, weil sie auch in letzter Zeit manchmal ignorieren solche Sachen. Und dann denke ich schon auch immer, da müsste ich jetzt eigentlich mal was tun. Ja, ja. Und sie nicht irgendwie nur so von mir fernhalten. Ja. Das werde ich jetzt dann anwenden. Und was hat das für dich gemacht jetzt mit dem Reiten? Das Reiten jetzt eben, das war mein Highlight. Ja. Ich weiß, sie kann ganz viel am Boden. Ich traue ihr auch wahnsinnig viel zu am Boden, fast alles. Ich traue ihr aber nicht zu, wenn ich drauf sitze. Und das war für mich mein Highlight tatsächlich, dass ich mich das jetzt eigentlich getraut habe. Und selbst die Hängebrücke, ne? Die Hängebrücke war noch nicht mal für mich das Schwierigste. Das Schwierigste war wirklich diese Olle. Das war für mich so dieses, oh, ja. Das stecken. Nee, das schafft sie nicht. Aber da fällt die um. Hey, ihr habt es gemacht, ist doch super. Ja, das genau, das ist es halt. Ne? Sehr schön. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr nochmal wiederkommt. Dann mit dem Tag. So, ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, Tag vorher anreisen, weil ich sie so ein bisschen kenne. Mhm. Das ist so ein bisschen, ist natürlich nebenan jetzt noch ein bisschen schwierig mit dem Übernachten und so. Das fand ich jetzt auch nicht ganz so schön, dass man da so ein bisschen keinen Bock kriegen kann. Aber gut, müssen wir mal gucken. Sie wird jetzt ja auch ein total professioneller Hängerfahrer, ich das Training hatte. Und dann kann man auch mal für einen Tag kommen und dann kennst du das ja. Die merken sich ja alles. Ja, die haben ja ein gutes Gedächtnis. Sie war einmal im Urlaub, die ist das zweite Mal da ausgestiegen. Ah ja, ich weiß Bescheid. Und so wird das hier auch sein. Ja, super. Ja, sehr es gut. War sehr schön. Wir haben viel gelernt und ich habe auch wieder gelernt, dass ich dem Pferd doch ein bisschen vertrauen darf. Ja, genau. Wir wollen immer, dass die Pferde uns vertrauen. Ne? Ja, die hat aber andersrum, das Vertrauen den Pferden zu schenken, das ist ja oft dann so, hä? Ja. Sie hat gar keine vier linken Füße. Überhaupt nicht. Nee. Die ist überall da gegangen, wo du sagst, naja, ne? Ja, nein, und hat das echt toll gemacht. Die ist echt eigentlich ganz geschickt. Sehr schön. Super. Und du